Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Da muss ich mich kurz räuspern, weil ich bin gut. Ja, wir waren hier stehen geblieben, wenn ich mich richtig erinnere. Die anderen Level sind ja auch blau. was war das denn für ein... Ach, ein Monty-Level. Na gut. Und warum laggt es jetzt? Egal, jetzt laggt es nicht mehr. Alles ist gut. Solange du wild bist. Nein. Die waren nicht gut, die Bücher. Aber egal. Die Filme auch nicht. Aber man hat es halt gesehen. So. Hep. Hep. Ich kann Maulwürfe essen. Juhu. Mario ist überhaupt nicht böse. Jung. Blöb. Der war schön. La la. Ich muss mal eben ein Stück lauter machen. So. Warum ist er jetzt abgesprungen? Das sollte er gar nicht. Das war richtig gemein von dir. Ich mag dich nicht mehr, Mario. Nein, also der Tag, an dem ich Mario nicht mehr mag, soll erstmal kommen. Den wird es nämlich nie mehr geben. Nie im ganzen Universum. Zu jeder Zeit wird es den niemals geben. Naja, egal. Oi, jetzt kriege ich ein Leben. Oi. Wie lame, dass er das aktiviert. Egal. Hier ist jetzt der Mittelpunkt, oh Gott. Scheint ja ein recht langes Level zu sein. Naja. Noch ein Propellerpilz, ey. Und nebenbei ein... Ja, ich verstehe schon. Ich wollte gerade sagen, nebenbei ein recht einfaches Level, aber, naja. Egal. Man versteht das. Egal, dafür kriege ich jetzt einen gelben Yoshi. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesehen haben in diesem Let's Play. Also es gibt auf jeden Fall verschiedenfarbige Yoshis und da oben ist doch was. Ey, eine Münze. Und ich schätze mal, der gelbe Yoshi ist jetzt auch tot, aber hier scheint auch das Levelende zu sein. Da muss ich kurz atmen. Das tut mir leid, aber ist halt so, ne? So. Tadim. Leben. Da-d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 a. Level abgeschlossen. So. Ha. So. Leben hole ich mir jetzt einfach mal nicht. Habe ich gerade entschlossen. So. Wer bist du denn? Du bist... Bist du Roy? Bist du Morton? Ne, Morton hatten wir schon. Ich glaube, das ist Roy. Naja, egal. Ich glaube, den letzten habe ich auch schon Roy genannt, aber der war nicht Roy. Das hier ist Roy. Oder auch nicht. Aber der letzte war nicht Roy, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier mal wieder so ein Schloss mit diesem Prinzip und da drüben würde ich höchstwahrscheinlich... Nee. Da drüben, was soll ich denn da drüben dann gekriegt haben, wenn ich hier die Eisblume habe? Naja, ich will aber eigentlich, wenn möglich, meinen Propeller behalten, weil das bei sowas doch ganz angenehm. Dann kann ich zum Beispiel so eine Stelle auch ein bisschen nicht schummeln, egal. Jedenfalls kann ich mir die Zeit vertreiben, auch schön. So, das ist doch ganz angenehm mit dem Pilz. So, hepp. Jetzt haben wir hier diese Sprungbretter, die mich gerade ein bisschen trollen. So. Ah, der kommt schon... Ah, ich glaube, die treffen aufeinander in der Mitte, oder? Gut, wie es laggt. Hallo, aufhören. Nein, 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 nein. Nein, Mario. Tu mir das nicht an. Doof. Wie krieg ich die jetzt? So, okay. So, dann haben wir hier wieder eine Eisblume, nehme ich an, ja. Warum hat man die Eisblumen vorwiegend ins Schloss gepackt? Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Ah, das wird eng. Das passt nicht. Schade. Egal. So. Muss ich da rein? Sieht beinahe so aus. Aber ich warte lieber noch eine Runde. Lala. Lala.
Na, ich warte nur noch eine Runde. Na, doch, das war vom Timing. Das war sehr... Wow. Das war knapp. Halleluja, das war auch knapp. Ich mag es ja eigentlich nicht gerne so knapp, weil dann ist es immer sehr knapp, finde ich. Egal. So, die Münze interessiert mich nicht. Da links, rechts, links. Wie komme ich auf links? Egal. Ich kann ja das Video falsch rum abspielen, dann ist es links. Haha, bin ich böse. Nein, tue ich nicht. Da bin ich auch gerade überfragt, ob Camtasia das überhaupt kann. Ich meine, ich habe auch Sony Vegas, aber ich arbeite im Prinzip lieber mit Camtasia. Aua. Das Böse mit den Dingern am Rand. So. Nein! Das war schlecht. Habe ich noch einen Propellerpilz? Obwohl, ein normaler tut's auch, ne? Komm. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich kann sogar durch die Dinger springen. Durch die... diese Dinger. Ja, diese Rambosse. Oder wie die heißt. Keine Ahnung, wie man das Ding bezeichnen soll. Aber ich glaube, man kann mit dem Stern durch die durchspringen. Aber hey, scheiß drauf. Mann, ist doch dumm. Die scheinen aber ein bisschen Leistung zu fressen, die Teile. Auf jeden Fall wird das Spiel dann langsamer. Naja. Ach, scheiß auf diese Münze, ey. Kann mich mal. So, hepp. Hallo, du. Hau mal ab. So, hepp, 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 hepp. Da rein. Hey, Mario kann springen. Wer hätte es gedacht? Hep, 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 das passt doch noch, oder? Ich hoffe, das... Ja, doch, es sollte noch passen. So, dann jetzt ungefähr. Ja, sehr schön. Hep, 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 hep. Stehen bleiben. Wenn man das Level einmal vor Augen hat und dann auf die Uhr guckt, wie lange ich schon aufnehme, dann ist das doch gar nicht so einfach. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke schon. Oh, was haben wir denn hier noch? Haben wir doch bestimmt ein totales Secret. Ma. Ich spring gleich noch in das Ding. In den Dildo. Keine Ahnung. Was soll das sein? Große Säule mit Stacheln dran. Und ich habe gerade übelste Probleme auf diesem... Ich hab's doch gesagt. Was mache ich hier? Jetzt gucke ich aber trotzdem, was da oben ist. Hallo. Wie dumm ist das konzipiert? Wie dumm ist das? Nein. Oh. Meine Fresse, ist das dämlich hier. Ich will doch nur da, genau, danke. Und jetzt ist hier nichts oder was? Doch, eine Röhre. Dann habe ich gerade den Secret Exit anscheinend gefunden. Ne, doch nicht. Ich habe Scheißdreck gefunden, weil ich Dings nicht groß bin. Weil ich so dumm war und erstmal in das Ding gesprungen bin und dann drin stehen geblieben bin. Mann, wie dumm kann ein Mensch sein? Egal. So, hallo. Wer sind sie denn? Hep. Aber jetzt weiß ich ja, dass sie nur auf einer Seite runterkommen. Ich dachte gerade, die kommen auf der Seite runter, wo ich bin. Aber die scheinen geskriptet. Naja, egal. Wir sehen uns gleich beim Bus. So, da bin ich wieder. Hat jetzt sogar weniger als eine Minute gedauert, würde ich behaupten. Aber egal. So. Frisst das. Bäm. Bip, 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 bip. Friss. Ach ja, nein, scheiße. Na gut, ging noch ganz gut. Ja, jetzt hat man einfach die Sicherheit, weil man mehr Hits hat.
Und tot. Haha. Dann nehme ich auch den Treffer in Kauf. Das ist mir wurscht. Hallo Mario. Na, wie geht's? Und deiner hässlichen Fresse. Nein. Ah. So. Dann haben wir schon mal die Hälfte von Welt 6 geschafft. Immerhin. Hua. Tada. Und etwa 11 Minuten haben wir jetzt. Ah, komm, ich gehe ins Itemhaus. Und was haben wir da noch? Ach. Ja, ja. Und warum bringt der Tod das Spiel zum langsamer werden? Ach, ich werde diese Emulatoren nie verstehen. Selbst ein Gameboy-Emulator laggt ja auf dem besten PC. Das ist einfach, was weiß ich. Softwaremäßige Unausgereiftheit oder was weiß ich. Ich meine, ich gebe zu, dass das Aufnehmen eines Wii-Emulators mit Fraps ziemlich viel Leistung fressen wird. Aber dennoch ist mein Computer dazu eigentlich durchaus in der Lage. Naja, egal. Klasse. Yay, du kannst auf der 1 drücken. Ne, auf der Karte 1 drücken. Egal. 6-5. Schaffen wir das noch? Mal sehen. Ach. Der Porcupuffer. Unser aller Lieblingsgegner. Aber es gibt noch einen deutlich schlimmeren Gesellen. Und der nennt sich Boss Bass. Kennt vielleicht der ein oder andere. Vielleicht hat auch der ein oder andere das bei mir gesehen. Ich habe ja auch mal mit Florian Super Mario Bros. 3 gespielt. Wer jetzt nicht weiß, wer Florian ist, guckt einfach auf den letzten Eintrag auf meinen Kanal. Dings, Verlinkungen. So. Da, 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 da. Die Münzen sind alle so dumm platziert. Die will man gar nicht haben, erstmal. Gut. Immerhin frisst er mich nicht. Das ist schon mal sehr praktisch. So, jetzt muss ich hier durchs Wasser. Was für eine Verarsche. Hör! So. Ich will das da oben haben. Nein. Mist. Ich will es trotzdem haben. Sieht nämlich so schön aus. Warum habe ich heute so ein unglaubliches Problem damit, auf solchen kleinen Blöcken zu landen? Was soll das denn? Das ist doch scheiße, sowas. Damit wir das in die Folge kriegen, spiele ich jetzt nochmal offscreen. Bis dahin. Oh. Nee, doch nicht. Ich hatte ganz verdrängt, dass wir schon beim Mittelpunkt waren. Dann kann ich auch hier wieder ansetzen. So. Hep. Das ist auch irgendwie blöde, zwischendurch diese Passagen einzubauen. Diese Dingenspassagen. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hole ich mir nicht das Ding, weil ich heute zu dumm bin. So. So, einfach durchrushen. Hey, klappt auch. So, hier will man wahrscheinlich von mir, dass ich warte, bis es hochgeht. Oder auch nicht. Ach so, ja, klar, ist logisch, was man von mir will. Hep, hep, hep. Und natürlich macht er keinen Dreisprung, weil der Herr sich zu faul ist. Egal. Sich zu faul, sich zu eitel, sich zu schön, egal. Gut, ich würde sagen, sind wir an einem Zwei-Wege-Punkt? Nein, sind wir nicht. Beziehungsweise doch, das Level hat zwei Ausgänge, wenn ich mich richtig erinnere. Egal, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich habe nämlich auch gerade, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo der zweite Ausgang ist. Den suche ich dann offstream nochmal. Offscreen, offstream. Ich habe keine Ahnung, offscreen, glaube ich. Heißt es, ja, es heißt offscreen. Egal, so suche ich den auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich bin Opa Nespeak. Wir sehen uns bis dahin und ciao!